Es ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Politisch fragil, wirtschaftlich am Boden, geprägt von Gewalt, eine Nation im Überlebenskampf. 10 Jahre nach dem Mega-Erdbeben, bei dem so Schätzung mehr als 300.000 Menschen ums Leben kamen, führt uns Pierre-Hugues Augustin von der Hilfsorganisation Kindernothilfe durch die Hauptstadt Port-au-Prince. Die letzte Zeit war sehr schlecht für alle Leute hier. Die ganze Gegend war zuletzt wegen Straßenblockaden unpassierbar. Errichtet von Demonstranten, oft von Banditen. Die wollen dich ausrauben. Sie nehmen alles, was du in deinen Taschen hast. Am Rande der Hauptstadt in Rivière-Froide trifft Pierre-Hugues einige der Schwestern, die dort ein Schulprojekt betreiben. Den 12. Januar 2010 werden sie nie vergessen. Die Tragödie, das verheerende Erdbeben. Ihre Schule ist damals komplett eingestürzt. Da, wo heute nur noch ein Schotterfeld ist, starben mehr als 100 Schüler, Lehrer und Schwestern. Schwester Giselle hat mittendrin überlebt. Wie durch ein Wunder. Irgendetwas vom Gebäude ist auf mich gefallen und hat mich in den Trümmern eingeschlossen. Ich hatte das Gefühl, dass ich sterben müsste. Ich betete, Jesus, hol mich noch nicht. Währenddessen bebte die Erde weiter und immer mehr Trümmer stürzten herab. Die Schule kollabierte und ich versuchte zu atmen und den Staub abzuschütteln. Und die Erde hörte nicht auf zu wackeln. Die Schule existierte nicht mehr. Alles ist in sich zusammengefallen und hat so viele Menschen unter sich begraben. Für die meisten kam jede Hilfe zu spät. Jetzt, so kurz vor dem 10. Jahrestag der Katastrophe, schmerzen die Erinnerungen besonders stark, sagt Schwester Marie. Es sind auch einige der Schwestern gestorben. Sie hatten bei dem Erdbeben keine Chance. Hier sind einige der toten Schüler, die sie aus den Trümmern gezogen haben, nachdem das Dach der Schule auf sie gefallen ist. Wir mussten sie schnell begraben. Wir hatten nichts, um die Körper zu kühlen. Die Schule ist neu errichtet, ragt heraus aus dem armen Viertel. Modern und stabiler aufgebaut von der Kindernothilfe und ein Herz für Kinder mit Spendengeldern aus Deutschland. 17 Millionen Euro wurden dafür investiert, damit die Kinder aus der Umgebung wieder eine Chance bekommen. 1300 Schüler gehen nun kostenfrei in diese Bildungseinrichtung. Ich bin so glücklich, wenn ich die Kinder hier sehen kann. Ich denke viel über die Schule nach, über das, was geschehen ist, den Wiederaufbau. Uns wurde so viel Gnade erwiesen. Ich kann das alles gar nicht beschreiben. Es gibt einen Kindergarten, die Grundschule und die Sekundarstufe. Kinder von 3 bis 20 haben hier die Chance zu lernen, Perspektiven für eine Zukunft zu bekommen. In Haiti keine Selbstverständlichkeit. In anderen Stadtvierteln der Hauptstadt und vor allem auf dem Land funktionieren nur wenige Einrichtungen. Ich denke viel über das zerstörerische Erdbeben vom 12. Januar nach. Ich war noch nicht in der Schule, sondern zu Hause, als die Erde anfing zu beben. Wäre ich schon im Unterricht gewesen, ich wäre tot. Auch Vivianette war damals auf dem Schulweg. Das hat ihr das Leben gerettet, während so viele Klassenkameraden gestorben sind. Ich bekam die Möglichkeit, wieder in die Schule zu gehen. 10 Jahre danach bin ich noch hier. Es macht mich traurig, weil ich das Glück hatte, um meine Schulausbildung fertig machen zu können und andere nicht. Es ist ein Ort, an dem die Kinder zumindest für ein paar Stunden die brutale Wirklichkeit in ihrem Land vergessen können. Ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen und satt essen können. Pierre-Hugues ist stolz darauf, dass sie hier den Kindern nicht nur den Schulbesuch ermöglichen können.
Das Essen ist sehr wichtig für sie, neben der Ausbildung. Viele von ihnen finden nichts zum Essen vor, wenn sie nach Hause kommen, weil ihre Eltern arm sind, nichts haben. Mit nur einem Dollar am Tag müssen die meisten Menschen der 11 Millionen Einwohner Haitis auskommen. Die Hungersituation verschärft sich zunehmend, berichtet die Welthungerhilfe. Deswegen geht Schwester Marie regelmäßig ins Armenviertel rund um die Schule, sucht die Familien der Schüler auf, schaut, wo am meisten Hilfe benötigt wird. Dieser Vater und seine Tochter kämpfen wie so viele hier ums Überleben. Eigentlich hatte er zwei Töchter, aber im Erdbeben ist die andere ums Leben gekommen. Ihr Haus war zusammengestürzt, sie haben es wieder aufgebaut und jeden Tag versuchen sie irgendwie zu leben. Der Vater hat kein regelmäßiges Einkommen, wäre die Schule nicht, er wüsste nicht, wie er seine Tochter satt bekommt. Ich bin so froh, dass wir die Schule haben, aber es ist schwierig. Zuletzt konnten wir wegen der Unruhen im Land 2 Monate lang nicht in die Schule gehen. Die politische Situation ist furchtbar, genauso die Sicherheitslage. Schwester Marie klettert weiter durch das Armenviertel. Andere Familien warten auch auf ihren Besuch und dass sie vielleicht etwas mitbringt. Heute hat sie aber nichts dabei. Trotzdem freut sich jeder über den Besuch der Schwester und ihre Anteilnahme. Wir haben wirklich nicht genug zum Leben. Manchmal geben mir die Schwestern etwas, manchmal geben sie das, was sie haben, anderen Familien. Schwester Marie kann heute nur Trost spenden, die Hoffnung aufrechterhalten. Der kleine Sohn träumt von einer Zukunft, in der er anderen helfen kann. Ich möchte einmal Arzt werden, weil sich ein Doktor um arme, kranke Menschen kümmern kann. Das Haus der Familie grenzt genau hier an. Ein verbrannter Sarg liegt neben der Straße, an der kleine Hütten stehen, in denen Süßigkeiten und Getränke verkauft werden. Das alles hier steht auf einem Friedhof, der nach dem Erdbeben hastig errichtet wurde. Hier liegen die meisten Schüler, die das Beben nicht überlebt haben. Wir stehen hier auf dem Grab eines Onkels von mir. Wir hatten keine Möglichkeit, ihm ein anständiges Grab zu bauen. Wir haben ihn einfach, nachdem er nur noch tot aus den Trümmern gezogen wurde, in der Erde hier bestattet. Es ist hart für mich, hier zu stehen. 10 Jahre nach dem Erdbeben ist die Lage in Haiti weiterhin trist und keine Aussicht, dass sich da schnell etwas ändern könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich an der Lage etwas ändert. Unsere politische Führung hat keine guten Absichten. Sie füllen ihre eigenen Taschen, aber kümmern sich nicht um das Volk. Jeder muss ums Überleben kämpfen. Einige Leute schaffen das nur, indem sie kriminell werden. Einige Mütter verkaufen ihre Babys, um zu überleben. Das Leben hier war noch nie so hart. Ich muss bei anderen Leuten betteln, damit meine Kinder über die Runden kommen. Haiti, ein kaputtes Land. Eines, das sich weiter im Teufelskreis aus Armut, Gewalt und politischer Krise dreht. Die Zivilgesellschaft und die Opposition wollen einen Regimewechsel erzwingen. Dafür gehen die Menschen seit Monaten auf die Straße. Der Zorn richtet sich gegen Präsident Moïse, dem Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen wird, während im Land der Hunger wächst und die Sicherheitslage immer schlechter wird. Mehr als 100 Menschen sollen ums Leben gekommen sein, so Menschenrechtsorganisationen. Die Opposition fordert einen groß angelegten Antikorruptionsprozess, denn beim Wiederaufbau nach dem Beben sind viele Gelder verschwunden. All die Mitglieder der Regierung, die sich bereichert haben, wir werden dafür sorgen, dass sie bezahlen. Wir werden die Menschen zusammenbringen, um das Land wieder aufzubauen. Dafür haben wir bereits ein Regierungsprogramm ausgearbeitet. Stark bewacht das Gebäude der Opposition. Die erhebt schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten, strebt dessen Sturz und eine Übergangsregierung an.
Während der letzten 30 Jahre wurde in Haiti nichts investiert, weder im sozialen noch im wirtschaftlichen Bereich. Während der letzten 30 Jahre wurden die Armenviertel alleine gelassen. Die Regierung hat sich um nichts gekümmert. Und die Regierung unterhält Beziehungen mit Kriminellen und Mördern für ihre Zwecke. Früher Morgen in Port-au-Prince, am Wohnblock der Ärzte ohne Grenzen. Der Schweizer Chirurg Thomas Schäfer wird von einem Sicherheitsmann abgeholt. Zu Fuß und allein dürfen sich die Mitarbeiter nie bewegen. Höchste Sicherheitsbestimmung. Es hat sehr viele Gangs, die gegeneinander sich mobilisieren. Und sehr viele Schießereien, und zwar sehr zufällige Schießereien. Das ist das Schlimme dran. Du hast nicht wie in anderen Konflikten zwei Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen, dann, wo es wenigstens ein bisschen Logik dahinter steckt. Hier ist es komplett unlogisch. Die Gewalt ist komplett zufällig. Und es gibt leider auch Entführungen. Und deshalb ist die Sicherheit bei uns so groß geschrieben. Hinter Stacheldraht und Mauern arbeiten 170 medizinische Mitarbeiter, vor allem aus Haiti. Und freiwillig Ärzte wie Thomas Schäfer, der helfen wollte, nachdem Haitis Krise auch die medizinische Versorgung lahmgelegt hat. Es ist eine große Gesundheitskrise. Mit den letzten Unruhen haben die meisten öffentlichen Spitäler geschlossen. Es gibt noch einzelne private Spitäler, aber auch die privaten Spitäler haben geschlossen, die meisten. Im Krankenhaus spiegelt sich die Gewalt im Land wider. Nur lebensbedrohliche Verletzungen werden hier behandelt. Mehr geht nicht. Fast alle sind Gewaltopfer. Viele Stadtviertel werden von Banden kontrolliert. Es herrscht völlige Gesetzlosigkeit. Dieser junge Mann hier hat 8 Schüsse abbekommen, aber außerhalb von den lebensgefährlichen Zonen. Aber er hat offene Frakturen gehabt. Das sind alles junge Männer, die hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, die zum Teil zwischen Schusswechsel geraten sind. Zum Teil sind sie wahrscheinlich selber auch Banditen. Das interessiert uns nicht. Er sei zu Hause überfallen worden, erzählt der Patient, und so froh, dass ihm hier im Hospital geholfen werden konnte. Ein 11-jähriger Junge ist hergebracht worden. Ihm wurde in den Bauch geschossen, Notoperation. Alltag im Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen, das erst Ende November eröffnet wurde. Draußen vor dem Tor geht es heute ausnahmsweise ruhig zu. Hier gab es auch schon Tumulte und die ausländischen Ärzte sind gehalten, hier nicht rauszugehen. Zeit zum Verschnaufen. Selten genug, 24 Stunden, 7 Tage sind sie im Einsatz. Wenn man auf das Ganze schaut, dann ist es wahnsinnig und man denkt, das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber für jeden einzelnen Patienten, den wir behandeln können, macht es einen Riesenunterschied. Und wenn man sich das so irgendwie auch immer wieder mal vors Auge führt und vom Gesamtbild auf den Einzelnen schaut, dann hat man schon auch noch Hoffnung. Doch schon muss Thomas Schäfer wieder in den OP. Zurück in Rivière-Froide an der Schule École Saint-François. Es gibt dort noch einen weiteren Friedhof. Es ist der Friedhof der Schwestern. Ein Ort, den Schwester Marie und Schwester Giselle besonders oft aufsuchen, zum Trauern und Erinnern. Eine Kirche ist neben der Schule errichtet worden. Die Gottesdienste sind immer gut besucht, aber jetzt, da es 10 Jahre her ist, dass die Naturkatastrophe über Haiti hergezogen ist, brauchen sie noch mehr Trost als sonst. Die Schule, die Kirche, es gäbe sie nicht ohne das Engagement der Kindernothilfe und den Spenden aus Deutschland. Aber wie es ansonsten mit Haiti weitergehen soll, weiß keiner. Ein Ausweg aus der Dauerkrise ist nicht in Sicht.